Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollten heute zusammen kochen. Und zwar habe ich hier die Let's Cook Box. Und zwar gibt es heute Chicken Makgani, habe ich mir auserkoren. Allerdings ist die Karte auf Englisch und wir müssen jetzt meine kompletten englischen Kenntnisse rauskramen. Ansonsten hilft mir die Google Foto Handy automatische Übersetzer-App. Hier steht Chicken Thai Filets, habe ich nicht da, ich habe nur Chicken Filets geholt. Ich denke, es ist ja kein Unterschied, also kaum ein Unterschied. Ansonsten zeige ich euch erstmal die Zutaten. Ich finde, es hört sich sehr, sehr lecker an. Hier ist dieses Gewürzset dazu. Und ich bin besonders gespannt auf die Tikka-Paste. Das ist ja das Schöne, dass man ja vielleicht so authentische Gewürze bekommt. Gestern hat es nicht so gut funktioniert. Ozark hat auch den Rest auch gegessen. Ich wollte nicht mehr den Teller essen. Ich bin besonders gespannt auf diese Tikka-Spice-Paste. Denn Tikka-Paste haben wir auch schon mal selber gemacht. Und das ist jetzt so Pulver. Und ich habe schon mal Tikka-Paste fertig gekauft. Das hat mir nicht so gut geschmeckt. Die eigene mega geil. Und ich bin gespannt, wie diese hier schmecken wird. Und ja, also ich finde es schon cool, dass man sich hier so durch Gewürzmischungen, die man nicht so überall kaufen kann, durchkosten kann. Und ja, jetzt geht das Video los. Wir haben zum einen die Gewürzpasten. Ich habe jetzt hier zwei Zwiebeln genommen, weil die relativ klein sind. Geschälte Tomaten. Wir benötigen Reis, Hähnchenbrust, Filetstücke. Das ist jetzt eine Kilopackung, weil die war im Angebot bei Kaufland. Wir nehmen davon aber nicht alles. Sahne, Joghurt und hier bei Mach dein eigenes extra steht hier auch noch eine Tomate. Gurke habe ich nicht und das Chicken kann man ersetzen mit Putenbrust oder Brokkoli und Butter. Stand hier oben auch noch Butter oder Öl zum Braten und dann fangen wir mit Schritt 1 an. Das Fleisch habe ich in grobe Stückchen geteilt. Hier habe ich die Gewürzmischung. Wir geben die komplett rüber. Sie riecht sehr, sehr gut. Wir vermengen das hier. Hier ist auch noch 50 Gramm Joghurt drin. Ne? Dann backen wir das im Ofen 15 Minuten, bis es fertig ist. Und in der Zwischenzeit werden wir auch den Reis kochen. Hier oben ist mein Reis drin. Hier habe ich eine Pfanne vorbereitet mit etwas Öl. Hier habe ich die Zwiebeln schon geschnitten. Wir werden die Zwiebeln jetzt 6, 7, 8 Minuten schön anrösten und dazu kommt die Makgani Curry. Das lassen wir auch 2 Minuten mit anschwitzen und dann löschen wir das Ganze ab mit der Passata. Also die Gewürzmischung ist voller Geschmack, die ist auch nicht so extrem salzig, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die 2 Minuten sind vorbei, wir werden das jetzt ablöschen. So, die Viertelstunde ist vorbei. Das Fleisch ist auch fertig. Der Fleischsaft. So, ich habe bei dem ersten Stück geschaut, ob es wirklich durch ist. Manchmal habe ich da nicht so ein Urvertrauen. Das Fleisch kommt hier einfach rein. Ihr seht, das habe ich wirklich sehr große Stückchen gelassen. Das kommt hier einfach in die Soße, der Reis ist gleich fertig. Ich habe hier die Kräutermischung. Das ist eine Kräutermischung ohne Salz übrigens. Die kommt hier rein. Und dazu noch 50 Gramm Sahne. Und etwas Butter. 30 Gramm, also ich mache hier so 15 rein. Und einfach nochmal so vermischen lassen miteinander die Soße. Und dann können wir auch schon anrichten. Das Essen ist fertig gekocht. Ich zeige es euch nochmal, wie es ausschauen soll. Und zwar so, hier sind sehr, sehr viele Fleischstücke. Der Reis ist komplett unten drunter. Naanbrot hatte ich jetzt noch eingefroren. Ich denke aber, die Portion ist groß genug mit dem ganzen Reis. Also bei mir schaut es ein bisschen anders aus. Ach nee, Entschuldigung. Der Reis ist hier daneben. Okay. Ja, ich zeige euch jetzt meine Teller. Ich habe das jetzt hier alles drauf geklatscht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es riecht fantastisch. Ich habe den Reis allerdings noch mit Salz gekocht. Irgendwie, weil man irgendwie, also man macht da Brühpulver oder Salz halt rein beim
beim Reiskochen, dass der nicht so fad ist. Wir werden es gleich zusammen essen und dann geben wir gleich noch eine Bewertung ab. So sind wir jetzt erstmal zufrieden, nur dass man halt das Vorschaubild wieder nicht hinbekommen hat. Das ist dann halt so. Wir müssen den Zuschauern auch authentisch zeigen, dass ich das aufgegessen habe, ja? So, ich habe auch aufgegessen. Ich musste das ablecken, weil ich hätte mit Messer und Gabel gegessen und da war noch so viel Soße drauf. Deswegen musste ich es ablecken. Habe ich auch gemacht. Hat aber nur Medi geschmeckt. Medi, also da stand sogar mild. Da waren ultra viele scharfe Sachen nämlich auf der Website zum Aussuchen. Und hier steht noch ein von drei Chilis hier. Also das ist mild, steht hier drauf. Es war scharf. Es war so im Nachgeschmack so scharf. Man hat so gegessen und dann hatte man immer so einen Geschmack auf der Zunge, der hing so fest und der war scharf halt einfach. Ja, also war überhaupt nicht mild. Lasst euch da nicht verarschen. Hat nicht so gut geschmeckt. Ich fand es ganz lecker. Ich habe es auch aufgegessen. Ich auch. Ich fand es ganz schön fleischlastig irgendwie. So im letzten Satz stand dann noch so: Serve the curry over rice with a salad, if you're having. If you're having. Hier, servieren Sie Ihr Fleischgericht mit Reis und nehmen Sie einen Salat dazu, falls Sie ihn vorher gekauft haben und ihn besitzen und zubereitet haben für dieses Gericht, was wir Ihnen nicht in die Kocherleitung angegeben haben. Richtig? Ja. Also, schwierig. Ja, die Kochrezepte sind manchmal nicht so durchdacht. Also das ist jetzt schon das zweite Rezept. Ja, hier ist auch eine Limette drauf, von der wurde überhaupt noch nicht geredet. Nahenbrot ist hier drauf und der Salat. Und naja, ja, hier steht übrigens auch nirgendwo, wie viel Fleisch ich nehmen soll. Also hier steht nur 3 Chicken Thai Filets. Könnten große oder kleine sein. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Deswegen, ich habe halt 2 Hähnchenfilets hängen. Genau, ja. Das war halt so ein bisschen undurchdacht für uns. Ja, ansonsten, also man kann es natürlich kochen. Ne? Ja. Also die Anleitungen sind nicht perfekt. Sind auf Englisch, teilweise fehlen Sachen. Teilweise sind auf Bildern abgebildet Sachen, die nicht dabei sind. Warten wir auf die nächsten Gerichte ab. Wir werden natürlich trotzdem alles kochen. Genau. Ozok hat gesagt, er mochte die Gewürzmischung nicht. Hat mir nicht das so gut geschmeckt. Ich esse sonst fast alles, wirklich. Also. Das war Tika Spice Blend. Das mochtest du nicht. Hat nicht so gut geschmeckt irgendwie so. Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum das so war. Also es war halt nicht... Ich esse sonst wirklich eigentlich immer alles... Na, meine Tika-Pasta hast du ja ganz aufgefuttert. Die schmeckt mit Liebe auch gut. Hast du die gegessen. Ja. Ja, weiß nicht, was da drin war. Keine Ahnung. Das ist ja auch immer... ich meine, wenn man so neue Gewürzmischungen ausprobiert, wenn man irgendwas nicht mag, weil man... Das ist ja auch erstmal ungewöhnlich für uns mit unserem deutschen Gaumen, ja, dass es dann so würzig auch einfach ist. Weil ich weiß, dass viele von euch, die kochen nur mit Salz und Pfeffer und dann sind die auch voll happy. Und dann ist natürlich so eine krasse Gewürzmischung erstmal so eine Herausforderung für den Gaumen. Ja. Könnte natürlich auch daran liegen. Jedenfalls, die hat eben nicht so gut geschmeckt. Ist dann halt so. Ich fand es geschmacklich ganz gut. Ich fand es halt schärfer als erwartet. Und ja. Ja, ansonsten. Ende? Ja, ansonsten können wir einfach nur sagen, wir kochen die anderen Rezepte auch noch fertig. Ja, na klar. Falls ihr Interesse habt, das Ganze mal nachzugucken. Ach so, ja, ich verlinke. Steht es unten in der Infobox. Wenn wir euch jetzt überzeugt haben, mit diesem Video diese Box zu ordern, unten in der Infobox für euch hinterlegt. Könnt ihr euch inspirieren lassen und vielleicht ist es ja bei euch besser. Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Genau, ja. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. So sieht's aus. Ciao.